Nicht geboren zu werden, ist weitaus das Beste. Mit diesem Ausspruch wird der antike Tragödiendichter Sophokles oft zitiert. Glauben Sie es mir, am besten sind die Menschen dran, die wohl gar nicht geboren wären. Karl Valentin. Arthur Schopenhauer, ein Pessimist des 19. Jahrhunderts, resümiert: Dass unser Dasein dann am glücklichsten ist, wenn wir es am wenigsten spüren. Woraus folgt, dass es besser wäre, es nicht zu haben. O Freunde, nicht diese Töne. Sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude, Freude, Freude. In der Geschichte der Philosophie steht die Freude am Leben oft unter dem Verdacht, die tiefen Dimensionen unseres Daseins zu verkennen. Wer allzu laut die angenehmen Seiten des Lebens herausstellt, Lust, Freude, Glück, ignoriere, dass das Leben mühsam und anstrengend, dass es von Leiden und Zweifeln bestimmt sei und dass es unerfreulich mit Krankheit und Tod ende. Philosophen, die das Leben freudig bejahen, werden oft kritisiert, dass sie unkritisch das Bestehende gesund beten und sich und die Menschen billig über das Leiden und Elend der Welt hinwegtrösten. Auch Vertreter der Religionen, die meinen, das wahre Leben sei ein jenseitiges, haben Probleme mit der unbeschwerten Lebensfreude im Diesseits. Für sie ist ein gottgefälliges Leiden und irdische Mühsal die Eintrittskarte für jenseitige Freuden. Kurzum: Wer eine Philosophie der Lebensfreude propagiert, dem stehen mächtige Traditionen entgegen und zweifellos auch die weniger erfreulichen Seiten des Lebens. Gegen die weit verbreitete schlechte Laune und Niedergeschlagenheit, gegen Depressionen und Burnout, gegen Antriebsschwäche und Energielosigkeit mobilisieren heute vor allem Psychologen. Sie bieten eine andere Sichtweise auf die Dinge und sie geben Tipps, wie sich der Mensch Lebensfreude verschaffen kann. Haben Sie Ihre Lebensfreude verloren? Hätten Sie gerne etwas mehr Power und Energie? Dann mobilisieren Sie Ihr Lebensfreudepotenzial und schauen sich die folgenden Lebensfreude-Tipps an. Der eine oder andere wird Ihnen sicherlich helfen, wieder mehr Lebensfreude und Energie zu verspüren. Tipp 1. Geben Sie sich die innere Erlaubnis, sich wohlfühlen zu dürfen. Eine halbe Stunde täglich etwas für sich zu tun, macht Sie nicht zu einem faulen Menschen. Der Freudenratgeber und Diplompsychologe Dr. Rolf Merkle gibt in seinen Büchern massenhaft gute Ratschläge. Andere Psychologen und Psychologinnen zieren sich da. Ich hoffe ja eigentlich nicht, dass ich Ratschläge gebe, weil ich finde, Ratschläge sind auch Schläge. Aber leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen ja bekanntlich das Denkvermögen. Das gilt sicher auch für Ratschläge. Tipp 2. Beginnen Sie, sich zu erforschen. Was macht Ihnen besonders viel Spaß und gibt Ihnen einen Energieschub? Planen Sie bewusst jeden Tag ein wenig Zeit ein, um sich mit einer oder mehrerer dieser Aktivitäten zur Steigerung der Lebensfreude zu beschäftigen. Dem Philosophen Steffen Dietzsch sind die Ratschläge ebenso suspekt wie die Ratgeberliteratur. Diese Ratgeberliteratur, diese Lebensfreude-Rezepte leiden alle an dem Problem oder an dem Mangel, dass sie Leben als Beruf verstehen, den man lernen kann. Also für sie ist das Leben eigentlich ein Buch mit 7 Siegeln. Sie wissen nicht, dass das etwas ist, was hoch privat ist, hoch individuell ist, dass man nicht über eine Norm ziehen kann. Wie wäre es, sich mit Ihrer Lieblingsmusik zu verwöhnen, selbst Musik zu machen, etwas zu singen oder auf Musik zu tanzen? Tipp 3. Widmen Sie sich während dieser Zeit nur dieser Tätigkeit. Unterbrechen Sie sorgenvolle Gedanken und Grübeleien und verschieben Sie diese auf danach. Die verstehen alle nicht die Passionsnatur des Menschen. Ja, dass der Mensch aus Leiden und im Leiden entsteht und sich bewähren muss. Diese Passionsnatur des Menschen, die zu unserer kulturellen Grundausstattung gehört, die kommt in solchen Ratgebern überhaupt nicht vor. Als könnte man das in irgendeiner Weise überlisten, durch Training oder durch irgendwelche chemischen oder sonstigen Rezepte oder Verfahren. Also das ist das Hauptproblem.
dass die Leute, die das uns versuchen zu verkaufen, eben Leben als Beruf verstehen. Das ist, glaube ich, nicht in Ordnung. Steffen Dietsch ist Philosophieprofessor, der über die Paradoxien des Lebens nachdenkt. In seinen Büchern, eines ist betitelt mit »Wieder das Schwere«, spielen die Ironie und das Lachen eine große Rolle. Dietsch hat auch eine Kant-Biografie verfasst. Kant hat es uns mal gesagt, der Mensch ist von so krummen Holze, dass aus ihm nichts ganz Gerades gezimmert werden kann. Das muss man akzeptieren. Ne? Das ist etwas, was in diesen Lebenskunstlehren und Glücksbringern, in diesen literarischen Glückskeksen immer verfehlt wird. Das heißt also, weil die Menschen höchst unterschiedlich sind und alles andere als perfekt, kann es keine allgemeinen Regeln geben, wie er Lebensfreude trainieren und erlernen kann. Außerdem, Leben heißt immer auch Leiden. Freude gewinnt der Mensch, wenn er sich genau damit auseinandersetzt. Klick, Klick, Glück, Tipp 4. Die ratgebenden Glückskekse machen es sich zu einfach. Die Glücksforscher ebenfalls. Jedes Jahr werden länder- und kulturübergreifende Umfragen publiziert, wie viel Prozent der Bevölkerung in welchen Ländern sich als glücklich bezeichnen. Dann werden Rankinglisten aufgestellt, die in den Medien die Runde machen. Auf der Strecke bleibt bei solchen Umfragen, was die Menschen denn jeweils unter Glück verstehen. Einen dauerhaften Zustand? Ein kurzes, berauschendes Glücksgefühl? So etwas wie Zufriedenheit mit dem privaten und beruflichen Leben? Oder Heiterkeit, eine beschwingte Leichtigkeit? Meinen Sie den Flow? Und wenn ja, macht er happy? Oder meinen Sie Spaß? Oder was sonst? Oder vielleicht von allem ein bisschen irgendwie? Schon Ende der 1970er Jahre gab es diese Glücksforschung und schon damals kritisierte etwa der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm, dass die Menschen unter dem Zwang stünden, glücklich zu sein und entsprechend antworten, wenn sie gefragt würden. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich tausendmal zurück. Wer nicht glücklich ist, hat versagt. Der hat sich nicht genug angestrengt. Der ist selber schuld. Der ist untauglich für unsere Gesellschaft. Das Glück kennt nur Minuten. Der Rest ist Warteraum. Erich Fromm widerspricht den Glücksbekundungen. Er meint, in unserer Gesellschaft dominiere ein Missbehagen an einer Kultur. Die weit verbreitete Erwartung, dass alle glücklich und zufrieden sind, übertöne die Einsicht, dass wir uns oft unbehaglich fühlen, dass wir depressiv sind und unter Stress leiden. Erich Fromm plädiert dafür, den gewaltigen Glücksversprechungen zu widerstehen, aber trotz Missbehagens an der Kultur, bescheidener, auf die seltenen freudigen Gefühle zu achten. Wir haben Vergnügen, wir haben Lust, aber wir haben keine Freude. Die Freude ist sehr selten. Ähnlich argumentiert Verena Kast. Ja, also ich arbeite ja mit Freude. Für mich ist ja Freude etwas ganz Zentrales. Ich denke, Freude ist eine der wichtigsten Emotionen, die wir haben. Weil Freude ist ja das Gefühl, das wir haben, wenn es etwas besser ist als erwartet, wenn wir mehr bekommen haben als erwartet, wenn es schöner ist als erwartet. Und das ist so ein Gefühl, was uns einverstanden sein lässt mit den anderen, mit sich selber. Und deshalb sind wir auch solidarischer in der Freude. Verena Kast ist Psychologieprofessorin und Psychotherapeutin. Auch als Sachbuchautorin ist sie sehr erfolgreich. Sie spricht ungern von Glück. Freude ist viel praktikabler. Freude, das haben wir alle. Also ich finde auch, man muss Freude unterscheiden von Spaß, also von diesem einfach Action machen und so. Aber Freude ist eigentlich etwas down to earth. Da ist man wirklich auch auf dem Boden. Das ist praktikabel. Wenn ich jemandem sage, versuchen Sie doch mal zu überlegen, hat Sie irgendetwas gefreut? Dann kann er zwar zuerst mal noch sagen, nein, aber er wird noch zwei, drei Sachen bringen. Wenn ich frage, wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Das ist viel problematischer. Verena Kast, und darin ist sie sich mit vielen Philosophen einig, hält Glück für wenig fassbar. Spaß oder Fun erscheint ihr zu oberflächlich. Freude ist nachvollziehbar. Sie ist auf bestimmte Situationen bezogen. Arbeit kann Freude machen, die Begegnung mit einem Menschen, ein schöner Frühlingstag.
Tipp 5. Entwickeln Sie eine positive Einstellung sich und anderen gegenüber. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin, und andere Menschen sind in Ordnung, wie sie sind. Alles ist so in Ordnung, wie es ist. Ich mag das auch überhaupt nicht, deshalb zucke ich ja schon zusammen, wenn Sie von Ratgeberliteratur sprechen. Entschuldigung. Also erstens mal, ich finde nicht, dass man einfach das, was schon in der Gesellschaft ist, verstärken sollte. Eine verblödende, massenmedial inszenierte Spaßkultur zum Beispiel, die uns dazu nötigt, ständig gut drauf zu sein. Wenn ich nun erkläre, dass die Freude das Ziel des Lebens ist, dann meine ich nicht damit die Lüste der Schlemmer noch die Lüste, die im Genießen selbst liegen, wie gewisse Leute glauben. Schrieb Epikur als Vertreter des antiken Hedonismus. Sie erklären die Hedone zum Prinzip des Lebens. Hedone heißt wörtlich Freude, Vergnügen, Lust, Genuss, kann aber auch Sinnenlust, Wollust und Wohlgeschmack meinen, also alles Körperliche, Seelische und Geistige, was uns angenehm ist. In der griechischen Philosophie gibt es einmal die Tradition, die auf speziell Aristippus von Kyrene und auf Epikur zurückgeht. Das sind die beiden großen führenden Formen der antiken Glücksethik. Die antike Ethik ist sehr stark auf das, was man im Griechischen die Eudaimonie, das glückliche Leben, das gelungene Leben nennt, orientiert. Nicht Pflichterfüllung, das Ertragen von Leiden bieten Orientierung, sondern das, was uns Freude macht. Epikur meint mit Freude oder Lust nicht den momentanen, kurzzeitigen Genuss, sondern die Freude im gesamten Leben, die dauerhafte Lebensfreude. Ich verstehe unter Freude keine körperlichen Schmerzen leiden und in der Seele Frieden haben. Denn nicht häufige Trinkgelage und festliches Schmausen, auch nicht der Verkehr mit schönen Knaben und Frauen schafft ein freudvolles Leben. Freude schafft vielmehr nüchternes Überlegen, das die Ursachen alles Verlangens und Meidens aufspürt und den leeren Glauben austreibt, aus dem die größte Verwirrung der Seele entspringt. Auch der antike Philosoph Aristoteles schreibt der Freude und Lust große Bedeutung zu. Der Umstand, dass alles, Tier und Mensch, nach der Lust verlangt und strebt, ist ein Zeichen, dass sie in gewissem Sinne das höchste Gut ist. Nicht jede Freude ist tugendhaft und gut, schränkt Aristoteles ein, sondern nur die, die der Vernunft und den Tugenden des Menschen entspricht. Doch man kann nicht vernunftvoll, anständig und gerecht leben, ohne in Freude zu leben. Freude, wie sie Aristoteles versteht, ist, heute würde man sagen, ein Gefühl der Lebendigkeit und Spontaneität, die auch Lust, Vernunft und Tugend einschließt. Freude, Freude, Freude. Größere Probleme bekamen die antiken Freuden- oder Glücksethiken erst, als sich das Kirchenchristentum durchsetzte. Da hat sich dann ein sehr starker Gegensatz aufgetan zwischen dieser Glücksethik und der aus der jüdischen und christlichen Tradition herauskommenden Ethik, in dem nicht das gelungene, diesseitige Leben das Entscheidende ist, sondern die Erfüllung von Geboten, die unbedingt zu erfüllen sind, die also in keiner Weise irgendwie in Frage gestellt werden dürfen und die es nicht einschließen, dass das Leben in dem Intervall, das uns zur Verfügung steht, ein gutes Leben ist, sondern es muss hingenommen werden von dieser Perspektive aus, dass das Leben aus sehr viel Leid besteht. Und das primäre Ziel des Lebens besteht nicht, dieses Leid zu überwinden, es zu vermeiden, es umzugestalten, sondern es zu ertragen, auf sich zu nehmen, um damit einen gewissen Verdienst zu erwerben, um möglicherweise in die ewige Glückseligkeit einzugehen. Der Philosoph und Naturwissenschaftler Bernulf Karnitscheider hat ein hedonistisches Manifest verfasst. Hier bezieht er sich auf Epikur, weil er den Menschen nicht auf ein besseres Jenseits vertröstet, sondern empfiehlt, sich mit diesem Leben zu bescheiden.
Er hat den Götterglauben kritisiert. Er hat die Unsterblichkeit der Seele kritisiert. Er hat den Dämonenglauben und der viele Aberglaube, der sonst auch damals in der Welt ja existierte, kritisiert und darauf hingewiesen, dass wir als Informationsquelle im Wesentlichen unsere Sinne verwenden sollen, dass wir die Empirie zugrunde legen sollen, wenn wir die Welt anschauen, und dass wir mit unseren Spekulationen und Theorien vorsichtig sein sollen. Epikur versucht, Natur und Ethik, Sinnlichkeit und Vernunft zusammenzuführen. Bernulf Kanitscheider versteht sich im Anschluss an Epikur als Naturalist. Naturalismus in der Ethik bedeutet, ich will es mal vielleicht mal negativ anfangen, nicht, dass wir einfach aus der Natur unsere Werte und Normen beziehen. Das können wir nicht, denn Normen und Werte sind etwas grundsätzlich anderes als Beschreibungen der Welt. Naturalismus bedeutet aber positiv, dass wir Rücksicht nehmen sollen auf die Tatsache, dass wir Naturwesen sind und dass wir keine unbeschriebenen Wachstafeln sind, sondern von der Stammesgeschichte, von der Phylogenie, bestimmte Werte mitbekommen haben, bestimmte Programme, Dispositionen, Engramme, sagt der Biologe auch, die uns zu bestimmten Verhaltensmustern führen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Unter anderem das Streben nach Lust und Freude sei naturgeschichtlich verankert. Wenn wir hingegen, soweit es irgendwie geht und soweit es sozialverträglich ist, eine Ethik aufbauen, die der Natur des Menschen entspricht, insofern er stammesgeschichtliche Anlagen besitzt, dann, so die Aussage des Naturalisten, können wir glücklicher leben. Freude, 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 schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, ihr betreten Feuertrunken, himmlisch schön ein Heiligtum. Tipp 6. Lebensfreude können Sie sich selbst zum Geschenk machen durch die richtige Einstellung. Ob der Philosoph Steffen Dietzsch seine Überlegungen wie die von ihm belächelten ratgebenden Glückskekse als gute Laune-Strategie versteht, ist eher unwahrscheinlich. Er betont, dass man Umgang lernen muss mit dem Paradox, dass man das Paradox verstehen muss, dass das Paradox die Lebensform ist, des Menschen, dass es nicht nur eine Erkenntnissituation widerspiegelt, sondern dass das die anthropologische Grundlage von uns Menschen ist, dass wir selber paradoxe Wesen sind, dass wir eine Zwienatur haben, ja? Dass wir, wie wir das seit Christus wissen, dass wir gewissermaßen zugleich Göttliches und zugleich Irdisches, Empirisches und Transzendentes in uns zusammenfassen, in uns verkörpern, ja? Nicht nur das eine oder das andere sind, zum Beispiel, dass wir zugleich nicht hintereinander, dass wir zugleich gut und böse sein können. Das ist eine Lebenslage, die man meistern muss, die gewissermaßen, wenn man sie für sich belassen wollte, ist das etwas, was uns zerreißen würde. Wir müssen damit umgehen lernen. Tipp 7. Machen Sie Gebrauch von den Gute-Laune-Strategien. Nein, keine Gute-Laune-Strategie, kein für alle gültiger Glücksfahrplan. Doch mit Ironie und Lachen, mit Heiterkeit und Freude ließe sich das insgesamt durchwachsene Dasein aushalten, meint Steffen Dietzsch. Freude ist eben auch das, was man ganz persönlich als Kontrapunkt sich jetzt setzt gegen das, was alle machen, gegen die allgemeine Norm. Dann ist die Freude etwas überraschend Schrilles. Und Freude ist etwas sehr Individuelles, Privates. Das kann man nicht glätten wollen, indem man sagt, lasst uns doch alle teilhaben an deiner Freude und das ist dann unser aller Glück. Eine solche philiströse Forderung, die ist selber zum Lachen. Tipp 8. Jeder Tag, den Sie erleben dürfen, ist etwas Besonderes, ist ein freudiges Ereignis. Das ist der ganze Witz dieser ganzen Glücksideologen, dass sie uns ja, gewissermaßen formieren wollen. Sie wollen aus uns eine glückliche Masse machen, so Steffen Dietzsch. Der ein oder andere Tipp mag sogar kurzfristig helfen, doch dauerhafte Lebensfreude ist so nicht zu bekommen. Tipp 9. Bereiten Sie anderen Menschen eine Freude. Schenken Sie anderen Ihre Aufmerksamkeit und Zeit, machen Sie Komplimente, sagen Sie Dankeschön. Handeln Sie dabei so, dass es Ihnen gut tut. Freude ist etwas, was wir gewissermaßen selbst bestimmen können, was uns in unserer Reflexion näher liegt und uns bewältigbarer erscheint, als eine Glücksnorm zu erfüllen.
Glück ist, worauf wir nicht ausgerichtet sind als Menschen. Glücklich zu werden ist keine anthropologische Norm, die wir auf irgendeine Weise erfüllen könnten. Sigmund Freud schrieb: Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Dass der Mensch Freude empfindet, könnte schon im Plan der Schöpfung enthalten sein. Machen Sie Gebrauch von den Gute-Laune-Strategien. In diesen literarischen Glückskeksen immer verfehlt wird. Das heißt also, weil die Menschen höchst unterschiedlich sind und alles andere als perfekt, kann es keine allgemeinen Regeln geben, wie er Lebensfreude trainieren und erlernen kann. Außerdem, Leben heißt immer auch Leiden. Freude gewinnt der Mensch, wenn er sich genau damit auseinandersetzt. Klick, Klick, Glück. Tipp 4. Die ratgebenden Glückskekse machen es sich zu einfach. Die Glücksforscher ebenfalls. Jedes Jahr werden länder- und kulturübergreifende Umfragen publiziert, wie viel Prozent der Bevölkerung in welchen Ländern sich als glücklich bezeichnen. Dann werden Rankinglisten aufgestellt, die in den Medien die Runde machen. Auf der Strecke bleibt bei solchen Umfragen, was die Menschen denn jeweils unter Glück verstehen. Einen dauerhaften Zustand? Ein kurzes, berauschendes Glücksgefühl? So etwas wie Zufriedenheit mit dem privaten und beruflichen Leben? Oder Heiterkeit, eine beschwingte Leichtigkeit? Meinen Sie den Flow? Und wenn ja, macht er happy? Oder meinen Sie Spaß? Oder was sonst? Oder vielleicht von allem ein bisschen irgendwie? Schon Ende der 1970er Jahre gab es diese Glücksforschung und schon damals kritisierte etwa der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm, dass die Menschen unter dem Zwang stünden, glücklich zu sein und entsprechend antworten, wenn sie gefragt würden. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich tausendmal zurück. Wer nicht glücklich ist, hat versagt. Der hat sich nicht genug angestrengt. Der ist selber schuld. Der ist untauglich für unsere Gesellschaft. Das Glück kennt nur Minuten. Der Rest ist Warteraum. Erich Fromm widerspricht den Glücksbekundungen. Er meint, in unserer Gesellschaft dominiere ein Missbehagen an einer Kultur. Die weit verbreitete Erwartung, dass alle glücklich und zufrieden sind, übertöne die Einsicht, dass wir uns oft unbehaglich fühlen, dass wir depressiv sind und unter Stress leiden. Erich Fromm plädiert dafür, den gewaltigen Glücksversprechungen zu widerstehen, aber trotz Missbehagens an der Kultur, bescheidener, auf die seltenen freudigen Gefühle zu achten. Wir haben Vergnügen, wir haben Lust. Eine halbe Stunde täglich etwas für sich zu tun, macht sie nicht zu einem faulen Menschen. Der Freudenratgeber und Diplompsychologe Dr. Rolf Merkle gibt in seinen Büchern massenhaft gute Ratschläge. Andere Psychologen und Psychologinnen zieren sich da. Ich hoffe ja eigentlich nicht, dass ich Ratschläge gebe, weil ich finde, Ratschläge sind auch Schläge. Aber leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen ja bekanntlich das Denkvermögen. Das gilt sicher auch für Ratschläge. Tipp 2. Beginnen Sie, sich zu erforschen. Was macht Ihnen besonders viel Spaß und gibt Ihnen einen Energieschub? Planen Sie bewusst jeden Tag ein wenig Zeit ein, um sich mit einer oder mehrerer dieser Aktivitäten zur Steigerung der Lebensfreude zu beschäftigen. Dem Philosophen Steffen Dietzsch sind die Ratschläge ebenso suspekt wie die Ratgeberliteratur. Diese Ratgeberliteratur, diese Lebensfreude-Rezepte leiden alle an dem Problem oder an dem Mangel, dass sie Leben als Beruf verstehen, den man lernen kann. Also für sie ist das Leben eigentlich ein Buch mit 7 Siegeln. Sie wissen nicht, dass das etwas ist, was hoch privat ist, hoch individuell ist, dass man nicht über eine Norm ziehen kann. Wie wäre es, sich mit Ihrer Lieblingsmusik zu verwöhnen, selbst Musik zu machen, etwas zu singen oder auf Musik zu tanzen? Tipp 3. Widmen Sie sich während dieser Zeit nur dieser Tätigkeit.
unterbrechen sie sorgenvolle Gedanken und Grübeleien und verschieben sie diese auf danach. Die verstehen alle nicht die Passionsnatur des Menschen. Ja, dass der Mensch aus Leiden und im Leiden entsteht und sich bewähren muss. Und diese Passionsnatur des Menschen, die zu unserer kulturellen Grundausstattung gehört, die kommt in solchen Ratgebern überhaupt nicht vor. Als könnte man das in irgendeiner Weise überlisten durch Training oder durch irgendwelche chemischen oder sonstigen Rezepte oder Verfahren. Also das ist das Hauptproblem, dass die Leute, die das uns versuchen zu verkaufen, eben Leben als Beruf verstehen. Das ist, glaube ich, nicht in Ordnung. Steffen Dietsch ist Philosophieprofessor, der über die Paradoxien des Lebens nachdenkt. In seinen Büchern, eines ist betitelt mit »Wieder das Schwere«, spielen die Ironie und das Lachen eine große Rolle. Dietsch hat auch eine Kant-Biografie verfasst. Kant hat uns mal gesagt, der Mensch ist von so krummen Holze, dass aus ihm nichts ganz Gerades gezimmert werden kann. Das muss man akzeptieren. Ne? Das ist etwas, was in diesen Lebenskunstlehren und Glücksbringern. Nicht geboren zu werden, ist weitaus das Beste. Mit diesem Ausspruch wird der antike Tragödiendichter Sophokles oft zitiert. Glauben Sie es mir. Am besten sind die Menschen dran, die wo gar nicht geboren werden. Karl Valentin. Arthur Schopenhauer, ein Pessimist des 19. Jahrhunderts, resümiert: Dass unser Dasein dann am glücklichsten ist, wenn wir es am wenigsten spüren. Woraus folgt, dass es besser wäre, es nicht zu haben. O Freunde, nicht diese Töne. Sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. In der Geschichte der Philosophie steht die Freude am Leben oft unter dem Verdacht, die tiefen Dimensionen unseres Daseins zu verkennen. Wer allzu laut die angenehmen Seiten des Lebens herausstellt, Lust, Freude, Glück, ignoriere, dass das Leben mühsam und anstrengend, dass es von Leiden und Zweifeln bestimmt sei und dass es unerfreulich mit Krankheit und Tod ende. Philosophen, die das Leben freudig bejahen, werden oft kritisiert, dass sie unkritisch das Bestehende gesund beten und sich und die Menschen billig über das Leiden und Elend der Welt hinwegtrösten. Auch Vertreter der Religionen, die meinen, das wahre Leben sei ein jenseitiges, haben Probleme mit der unbeschwerten Lebensfreude im Diesseits. Für sie ist ein gottgefälliges Leiden und irdische Mühsal die Eintrittskarte für jenseitige Freuden. Kurzum: Wer eine Philosophie der Lebensfreude propagiert, dem stehen mächtige Traditionen entgegen und zweifellos auch die weniger erfreulichen Seiten des Lebens. Gegen die weit verbreitete schlechte Laune und Niedergeschlagenheit, gegen Depressionen und Burnout, gegen Antriebsschwäche und Energielosigkeit mobilisieren heute vor allem Psychologen. Sie bieten eine andere Sichtweise auf die Dinge und sie geben Tipps, wie sich der Mensch Lebensfreude verschaffen kann. Haben Sie Ihre Lebensfreude verloren? Hätten Sie gerne etwas mehr Power und Energie? Dann mobilisieren Sie Ihr Lebensfreudepotenzial und schauen sich die folgenden Lebensfreudetipps an. Der eine oder andere wird Ihnen sicherlich helfen, wieder mehr Lebensfreude und Energie zu verspüren. Tipp 1. Geben Sie sich die innere Erlaubnis, sich wohlfühlen zu dürfen. Aber auch Sinnenlust, Wollust und Wohlgeschmack meinen, also alles Körperliche, Seelische und Geistige, was uns angenehm ist. In der griechischen Philosophie gibt es einmal die Tradition, die auf speziell Aristippus von Kyrene und auf Epikur zurückgeht. Das sind die beiden großen führenden Formen der antiken Glücksethik. Die antike Ethik ist sehr stark auf das, was man im Griechischen die Eudaimonie, das glückliche Leben, das gelungene Leben nennt, orientiert. Nicht Pflichterfüllung, das Ertragen von Leiden bieten Orientierung, sondern das, was uns Freude macht. Epikur meint mit Freude oder Lust nicht den momentanen, kurzzeitigen Genuss, sondern die Freude im gesamten Leben, die dauerhafte Lebensfreude. Ich verstehe unter Freude keine körperlichen Schmerzen leiden und in der Seele Frieden haben. Denn
Nicht häufige Trinkgelage und festliches Schmausen, auch nicht der Verkehr mit schönen Knaben und Frauen schafft ein freudvolles Leben. Freude schafft vielmehr nüchternes Überlegen, das die Ursachen alles Verlangens und Meidens aufspürt und den leeren Glauben austreibt, aus dem die größte Verwirrung der Seele entspringt. Auch der antike Philosoph Aristoteles schreibt der Freude und Lust große Bedeutung zu. Der Umstand, dass alles, Tier und Mensch, nach der Lust verlangt und strebt, ist ein Zeichen, dass sie in gewissem Sinne das höchste Gut ist. Nicht jede Freude ist tugendhaft und gut, schränkt Aristoteles ein, sondern nur die, die der Vernunft und den Tugenden des Menschen entspricht. Doch man kann nicht vernunftvoll, anständig und gerecht leben, ohne in Freude zu leben. Freude, wie sie Aristoteles versteht, ist, heute würde man sagen, ein Gefühl der Lebendigkeit und Spontaneität, die auch Lust, Vernunft und Tugend einschließt. Freude! 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 Größere Probleme bekamen die antiken Freuden- oder Glücksethiken erst, als sich das Kirchenchristentum durchsetzte. Da hat sich dann ein sehr starker Gegensatz aufgetan zwischen dieser Glücksethik und der aus der jüdischen und christlichen Tradition herauskommenden Ethik, in dem nicht das gelungene, diesseitige Leben das Entscheidende ist, sondern die Erfüllung von Geboten, die unbedingt zu erfüllen sind, die also in keiner Weise irgendwie in Frage gestellt werden dürfen und die es nicht einschließen, dass das Leben... Aber wir haben keine Freude. Die Freude ist sehr selten. Ähnlich argumentiert Verena Kast. Ja, also ich arbeite ja mit Freude. Für mich ist ja Freude etwas ganz Zentrales. Ich denke, Freude ist eine der wichtigsten Emotionen, die wir haben. Weil Freude ist ja das Gefühl, das wir haben, wenn es etwas besser ist als erwartet, wenn wir mehr bekommen haben als erwartet, wenn es schöner ist als erwartet. Und das ist so ein Gefühl, was uns einverstanden sein lässt mit den anderen, mit sich selber. Und deshalb sind wir auch solidarischer in der Freude. Verena Kast ist Psychologieprofessorin und Psychotherapeutin. Auch als Sachbuchautorin ist sie sehr erfolgreich. Sie spricht ungern von Glück. Freude ist viel praktikabler. Freude, das haben wir alle. Also ich finde auch, man muss Freude unterscheiden von Spaß, also von diesem einfach Action machen und so. Aber Freude ist eigentlich etwas down to earth. Da ist man wirklich auch auf dem Boden. Das ist praktikabel. Wenn ich jemandem sage, versuchen Sie doch mal zu überlegen, hat Sie irgendetwas gefreut? Dann kann er zwar zuerst mal noch sagen, nein, aber er wird noch zwei, drei Sachen bringen. Wenn ich frage, wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Das ist viel problematischer. Verena Kast, und darin ist sie sich mit vielen Philosophen einig, hält Glück für wenig fassbar. Spaß oder Fun erscheint ihr zu oberflächlich. Freude ist nachvollziehbar. Sie ist auf bestimmte Situationen bezogen. Arbeit kann Freude machen, die Begegnung mit einem Menschen, ein schöner Frühlingstag. Tipp 5. Entwickeln Sie eine positive Einstellung sich und anderen gegenüber. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin, und andere Menschen sind in Ordnung, wie sie sind. Alles ist so in Ordnung, wie es ist. Ich mag das auch überhaupt nicht, deshalb zucke ich ja schon zusammen, wenn Sie von Ratgeberliteratur sprechen. Entschuldigung. Also erstens mal, ich finde nicht, dass man einfach das, was schon in der Gesellschaft ist, verstärken sollte. Eine verblödende, massenmedial inszenierte Spaßkultur zum Beispiel, die uns dazu nötigt, ständig gut drauf zu sein. Wenn ich nun erkläre, dass die Freude das Ziel des Lebens ist, dann meine ich nicht damit die Lüste der Schlemmer noch die Lüste, die im Genießen selbst liegen, wie gewisse Leute glauben. Schrieb Epikur als Vertreter des antiken Hedonismus. Sie erklären die Hedonie zum Prinzip des Lebens. Hedonie heißt wörtlich Freude, Vergnügen, Lust, Genuss.